sofort raus ist. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Layton. Schön, dich zu sehen, Freelancer. Dieser Name, der dich so beschäftigt. Aurora. Ich habe ihn deiner Frau gesagt. Hast du das? Es ist der einzige Anhaltspunkt, den du hast. Ich dachte, es könnte helfen. Das ist anständig von dir. Du hast schon mehr als nötig für uns getan. Ihr habt viel durchgemacht. Was hast du herausgefunden? Wer war Aurora? Nadira glaubt, dass sie etwas mit einer Dominion-Operation zu tun hatte. Sagt dir Stilles Prisma irgendwas? Das war... Layton? Es war ein Fehler. Das hätten wir nicht tun sollen. Bitte? Ich erinnere mich wieder. Du hast keine Ahnung, was in meinem Kopf vorgeht. Was auch immer es ist, wir brauchen die Wahrheit. Nur so lässt sich dein Problem lösen. Das könntest du bereuen. Sag mir, warum. Ein Plan des Dominion, um Corvus zu infiltrieren. Ein Krypter, der mental programmiert wurde, sich als Überläufer auszugeben. Moment mal. Unter der Persönlichkeit des Überläufers lauert der wahre Agent, der sich an alles erinnert, was er sieht und hört. Oh, Mist. Ich weiß wieder, wer ich bin. Du bist der Agent? Mein Name ist der Trigger. Ich bin Stilles Prisma. Das mag sein. Aber dein alter Ego. Ich glaube nicht, dass es erlogen war. Seine Reue, deine Reue, klang aufrichtig. Ihm wurde es am wahrscheinlichsten zugetraut, ihr Vertrauen zu erlangen. Wessen Vertrauen? Auroras. Der Codename für den feindlichen Agenten, der vermutlich nützliche Informationen besaß. Meine Frau Nadira. Du hast sie benutzt? Deshalb ist es so schmerzlich, ihren Namen zu hören. Ich glaube, ich habe mich in dir getäuscht. Nein, ich habe mich in mir selbst getäuscht. Der Mann, zu dem ich programmiert wurde, ist zu dem Mann geworden, der ich gerne wäre. Mein Gewissen war anfangs nur Fassade. Doch es führte mich zu der Erkenntnis, welchen Schmerz ich verursacht habe, verursachen werde. Ich liebe sie wirklich. Aber ich habe mich von ihr distanziert, weil ich wusste, was mein anderes Ich plante. Ich kann sie nicht verlieren. Es tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dir das je verzeihen könnte. Ich mir auch nicht. Und nun? Sag meiner Frau die Wahrheit. Du schuldest es Fort Tarsis. Ich habe genug vom Lügen. Sie hatte recht, weißt du. Ich brauchte einen Freund. Du hast mir geholfen, mich selbst zu verstehen. Aber setze dich nicht unnötig Gefahr aus. Wiederhole den Trigger. Mein alter Ego wird vergessen, dass wir diese Unterhaltung hatten. Wie du willst. Stilles Prisma. Freelancer! Verzeih, ich war wohl wieder etwas weggetreten. Diese verdammten Erinnerungen. Worüber haben wir gesprochen? Nichts. Ich wollte gerade gehen. Hey, Freelancer! Was ist eigentlich mit Stu passiert? Hat irgendwo in einer Seitengasse ein Gestalterrelikt gekauft. Seth, ich habe gehört, du hast einen neuen Job für mich. Ja, und zwar einen großen. Wir haben es mit einem Eskari zu tun. Ein Eskari? Ein mächtiger Skaar von überdurchschnittlicher Intelligenz.
Sie können ganze Schwärme nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Und sie beispielsweise Säurewaffen herstellen lassen? Exakt. Der Schwarm, mit dem wir es zu tun hatten, wird von einem Eskari angeführt, der sich Skilos nennt. Immerhin wissen wir, womit wir es zu tun haben. Leider nur zu gut. Ich habe ein Team von Agenten geschickt, um die Kreatur anzugreifen. Der Überraschungsangriff war erfolgreich. Skilos konnte trotzdem entkommen. Er ist direkt in die liebenden Arme seines Schwarms zurückgehumpelt. Hättest du mich geschickt, wäre Skilos nicht entkommen. Da dachte ich noch, dass ein Präzisionseingriff am besten wäre. Mittlerweile weiß ich, ein Schlag mit dem Hammer wäre besser gewesen. Wo ist der Schwarm? In einem unterirdischen Höhlensystem. Ich will dich nicht anlügen, Freelancer. Das wird ein harter Einsatz. Schick die Koordinaten an Faye. Wir kontaktieren dich, sobald ich am Nest bin. Gutes Timing. Ich habe mir Gedanken über die Gestalterrelikte gemacht. Wo führt dieses Gespräch hin? Die Gestalterenergie, die überall herumschwirrt, aktiviert die Relikte immer wieder aufs Neue. Es nimmt kein Ende. Deshalb brauchen wir erfahrene Lancer, die sich darum kümmern. Soll ich meinen Javelin schon mal aufwärmen? Naja, wenn Sie Zeit haben, die Gestalterbedrohung aufzuhalten. Hey, Bryn. Hä? Oh, Freelancer. Hallo. Alles okay? Sie wirken in letzter Zeit so abwesend. Das sieht Ihnen nicht ähnlich. Was? Ja, nein. Ich bin nur abgelenkt. Reden Sie mit mir, Bryn. Ich bin hier, um zu helfen. Okay. Ich schreibe. Und es sieht aus, als würde es Ihnen Sorgen machen. Ich schreibe Geschichten. Was? Ach, bei allen Gazelks. Haben Sie schon einmal von der Blutrote Lancer gehört? Die Radioserie? Die hört Halleck immer. Sie kennen sie? Wer ist Ihr Lieblingscharakter? Halt! Antworten Sie nicht. Ich will diese ohnehin schon brüchige Freundschaft nicht ruinieren. Okay. Und was hat das damit zu tun, was Sie da schreiben? Die Serie entwickelt sich manchmal einfach nicht so, wie sie sollte. Wenn mein Gehirn sich von der Arbeit erholen muss, schreibe ich die Serie um. Ich selbst, damit sie besser ist. Aber warum ergänzen Sie sie nicht einfach? Warum ändern Sie sie? Naja, die Dinge können nicht immer so laufen, wie ich es will. Hier oder im Feld. Aber wenn ich die Serie umschreibe, läuft alles genau nach Plan. Nach meinem Plan. Liest das dann auch jemand anders? Meine Arbeit wird sehr geschätzt. Von wem genau? Ich weiß es nicht. Ich hänge sie unten ans Brett unter einem anderen Namen. Die überschwänglichsten Briefe bekomme ich von Blutroter Tänzer 69. Sie müssen mir Ihre Geschichten unbedingt zeigen. Klingt toll. Wenn Sie das Brett finden, können Sie mir auch Kommentare dalassen. Außer Sie halten es für eine gute Idee, dass Anson und Kista zusammenkommen. Dann will ich es nicht hören. Ich bin bereit, Bryn. Was haben wir zu tun? Die Markerdaten von den Arkanisten weisen darauf hin, dass außerhalb des Forts Gestalterfragmente liegen.
Holen Sie sie! Alles klar, bin unterwegs. Vorsichtig mit den Gestalterfragmenten. Das war das letzte Fragment. Noch ein Problem, fürchtlich. Das Dominion will Soldaten reinholen, um Gestalterrelikte zu stehlen. Halten Sie sie auf. Verstanden. Dominion hat ein Tor errichtet. Sprengen Sie die Verankerung, dann stürzt es ein.
Hunter sind Gegner in der Umgebung. Vernichten Sie sie! Freelancer, irgendwelche Fortschritte mit meinem Mann? Nadira, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß nur nicht genau wie. Das klingt nicht gerade nach einer guten Nachricht. Nein. Dann kommt es darauf an, wie schlecht sie ist. Bei Corvus muss ich die Mitteilung manchmal etwas verzerren, um noch Schlimmeres zu verhindern. Also lass mich hören.
Ist Layton in Ordnung? Layton hatte einen Durchbruch. Das ist die gute Nachricht. Die Erinnerung, die ihm zu schaffen machte. Er weiß jetzt, was sie bedeutet. Das ist ja fantastisch. Also Aurora? Nun, das ist gleichzeitig die schlechte Nachricht. Er ist nicht wirklich ein Überläufer. Du bist Aurora. Oh, natürlich. Verdammt. Ich hatte schon so eine Vorahnung. Ein Teil von mir jedenfalls. Ich wollte es nicht wahrhaben. Aber als du Aurora erwähntest, habe ich eins und eins zusammengezählt. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Ich brauchte jemand Neutrales, um das zu lösen. Wenn ich ihn direkt konfrontiert hätte, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Nun wissen wir die Wahrheit. In Fort Tarsis lebt ein feindlicher Agent unter uns. Aber er ist kein Feind für mich. Meine Gefühle für ihn sind echt. Und ich glaube, das sind seine für mich ebenfalls. Vielleicht die Gefühle seines alter Egos. Der Layton, der von Dominion programmiert wurde. Aber der wahre Layton lauert unter der Fassade. Hast du mit ihm gesprochen? Dem wahren Layton? Der wahre Layton sagt, dass er dich tatsächlich liebt. Er hat sich von dir distanziert, weil er dich nicht verlieren wollte. Das ist gut zu hören. Und doch scheinst du besorgt. Wenn Tessin das herausfindet... Das ist ihre Aufgabe. Ich weiß. Und es wird auch ihre Aufgabe sein, sich um Layton zu kümmern. Das sieht schlecht für ihn aus. Wenn es dir nichts ausmacht, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir beide mit ihm reden. Ich warte dort auf dich. Freelancer, Sie sind da. Gut. Was haben Sie für mich, Bryn? Erinnern Sie sich noch an das extrem mächtige Gestalterrelikt, das die Ska mit Arkanistenmaschinen verstärkt haben? Ja, und die Eskari meinte, das Relikt würde das Fort zerstören. Die Ska haben es gut versteckt, aber ich habe vielleicht etwas. Dank unserer Marker. Wir haben eine gewaltige Ska-Präsenz entdeckt. Und eine Energiesignatur, die ich nicht wiedererkenne. Das muss das Relikt sein. Bin dran. Gehen Sie, Freelancer. Und danke. Freelancer in der Bar. Bryn, ich bin unterwegs. Womit muss ich rechnen? Wenn unsere Marker recht haben, und das haben sie, dann mit vielen Ska und mit einem sehr großen Relikt. Schwierig, aber machbar. Oder es wird eine gewaltige Herausforderung und ich höre nie wieder von Ihnen. Oder das. Oh, tut mir leid. Ich dachte, wir sagen einfach Dinge, die vielleicht passieren könnten. Ich bin hier, aber sonst nichts? Das ist nicht möglich. Ich sehe mich um.
geschickt und es ist inaktiv. Sind ihre Werte vielleicht falsch? Nein, das ist unmöglich. Haben Sie das gehört? Oh ja. Gehen Sie dem nach. Mal sind es definitiv viele Ska und ein sehr großes Relikt. Ich glaube Ihnen. Klingt eher, als würden Sie das nicht. Ganz ehrlich, das wird richtig heftig. Konzentrieren Sie sich auf das Relikt. Weniger, um das wir uns sorgen müssen. Ich wusste, Sie schaffen das.
wird das zweite Relikt instabil. Ich habe noch nie sowas aus einem Relikt kommen sehen. Richtung? Nein, ich glaube, da ist etwas so groß, dass es das Signal blockiert. Freelancer, ich habe nicht gewusst, dass ein Relikt zu sowas in der Lage ist. Durchhalten, das wird heftig. Brin? Ja? Oh, sieht so aus, als ob wir es gefunden hätten. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Ding das Tor erreicht. Es könnte alles zerstören. Deswegen halten wir es auf. Es erzeugt Echos? Sammeln Sie sie ein, um es einzudämmen.
wirklich ziemlich gefährlich aus. Verglichen mit dem Titanen sind sie nicht so tragisch. Wir haben es geschafft. Ja, das haben wir. Kommen Sie zurück zum Fort, sobald Sie können, Freelancer.